Herzlich willkommen hier mitten aus dem Regen, liebe Leute, zu einem Erfahrungsbericht zu einem weiteren E-Lastenrad oder E-Cargo-Bike auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar werde ich euch heute hier einen Erfahrungsbericht präsentieren von einer jungen Familie mit zwei Kiddies. Aber wir werden uns etwas unterstellen, denn wie ihr sehen könnt, es rennt. Es geht halt jetzt jedenfalls um das Cube Cargo Hybrid hier mit dem Bosch Cargo Line Motor. 500 Wattstunden Akku, wie das Ding funktioniert, warum sich die Familie dafür entschieden hat, das schauen wir uns gleich an. Ich gehe schon mal eben hier zur Jasmin rüber, wenn das okay ist. Kennt ihr vielleicht sogar noch? Grüß dich, Jasmin. Hi. Grüß dich. Wir haben schon mal ein Video zusammen gemacht. Die beiden sind nämlich umgestiegen von dem Turn GSD, nee, HSD, ne? HSD, genau. Auf das Cube Bike. Und wenn das Wetter jetzt hier ein bisschen auf unserer Seite wieder ist, dann werden wir euch einen kleinen Bericht davon liefern, wie das Ganze funktioniert. Darf nicht sein, oder? Aber das ist doch wirklich der absolut beste Zeitpunkt jetzt. Ja. Vor allem ist direkt gewartet worden, bis wir hier bis waren. Bis wir hier stehen, ja. Ne? Gerade war alles trocken. Da hinten kommt der Dad. Habt ihr Regen bestellt? Ja, super. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt ist alles hier landunter. Also das ist jetzt hier wirklich nicht mehr normal. Jetzt geht's hier richtig ab. Vielleicht. Oh, jetzt können wir direkt mal hier auf Wasserdichtheit testen. Also generell bleiben die Kiddies hier drin wasserdicht, ne? Oder trocken? Ja, meine Güte, ey. Muss man jetzt das hier so live testen? Sehen, hier ist schon. Ich überlege gerade auch schon unter der Hütte. Ich überlege gerade, ob ich mich hier reinsetze. Aber das. Du hast auch eine GoPro dran, ne? Ja, ja. Wie viel Kilo dürfen hier rein? 60, ne? Das wird eine Empfehlung sein fürs Fahren von denen. Okay. Weil das Rad kannst du tatsächlich die Federgabe nicht ganz so schwer beladen, da merkst du die Last recht gut. Das wird beim Stehen von der Feder. Das ist eine, weiß ich nicht, 4 mm Aluplatte auf dem Boden. Die wirst du nicht durchdrücken auf ein paar Zentimeter. Machen hat jetzt hier, wie sich das gehört. So, ich mach einfach mal hier. Also, das Video geht ein bisschen anders los als geplant. Ich befinde mich jetzt gerade als Gepäck in dem Cargo Hybrid hier von Cube. Und Jasmin, erste Frage von meiner Seite aus an euch. Ihr seid ja von dem Turn, heißt ihr, umgestiegen auf das Bike hier. Warum habt ihr das gemacht? Zum einen sind wir umgestiegen, weil ich Probleme hatte mit dem HSD, was die Geometrie anbelangte. Ich habe immer Schmerzen gekriegt bei längeren Fahrten. Also ich sag mal so 15 Kilometer, dann fingen die Schmerzen schon an bei mir. Das war ein Punkt und vor allen Dingen, da passt nur ein Kind rein. Ihr habt dann ein zweites bekommen, genau, und ihr richtig. Wolltet aber trotzdem euch kein Auto holen und wolltet quasi trotzdem dabei bleiben. Ja, ne? Genau. Wir hatten eine Zwischenstation zwischen dem Cube und dem HSD, haben wir uns das Bullet noch geholt, ohne E. Das zeigen wir euch gleich auch, ne? Genau, richtig. Mal kurz drauf ein. Genau, richtig. Aber mit Arbeit und mit Kindergarten und da ich jetzt nicht allzu verschwitzt immer auf der Arbeit erscheinen wollte, haben uns dann dazu entschieden, uns dann nochmal ein Lastenrad mit E zu holen und haben dann uns dann ist es hier das Cube geworden, genau, ne? Genau, richtig. Hört euch mal eben drehen, vorsichtig. Und dann, wir machen halt jetzt hier einfach im Rähne weiter. Und dann, wie gehe ich das hier nochmal auf? Zack. Das ist halt hier eben ein Long John Lastenbike, ne? Wo man eben, hier ein richtiges Regenverdeck hat. Und wenn man einmal hier trocken drinnen sitzt, dann bleibt man auch trocken. Das kann ich euch auf jeden Fall jetzt schon aus eigener Erfahrung hier bestätigen. Dass es jetzt natürlich hier so wieder rennt heute, das darf hier eigentlich gar nicht wahr sein. Aber Fazit, ihr seid damit bisher zufrieden? Wie viele Kilometer seid ihr gefahren? 1000? Knapp 1300. Also wir haben es Ende März bekommen. Und also da wurde es uns geliefert und seitdem so knapp 1,3 gefahren. Und ihr habt bezahlt wie viel habt ihr bezahlt? Wir haben es im Angebot bekommen, das reine Rad für, ich glaube für 3,7. Okay. Plus noch das Zubehör, also Regenverdeck etc. pp. Aber das kam dann noch oben drauf, ne? Genau, die Kosten kamen noch oben drauf. Und nochmal so ein Tausender bestimmt, ne? Regenverdeck und so Sachen. Müssen wir gleich meinem Mann nochmal fragen. Ich meine, so Pi mal Daumen, können wir rechnen. So 500, 800 bis 1000 Euro nochmal zusätzlich drauf. Okay. Also ist ja generell schon, muss man sagen, hier für so ein Lastenbike, wir drehen euch nochmal, schon eine Ansage, was den Preis angeht, ne? Ist jetzt Baujahr 2020, glaube ich, ne? Mit dem 500 Wattstunden Akku und dem Bosch Cargo Line Motor. Wie viel Newtonmeter Drehmoment hat der? 60 oder was war das? Nee, ich glaube 80 tatsächlich. Auch 80, okay. Ja.
Und die Kraft reicht komplett aus, ja, auch jetzt im locker, flockig. Bergigen. Genau, also Gebiet, mit Gepäck und Kind vorne drin, ohne Probleme, die Berge hoch. Und ihr habt euch aber auch dazu entschlossen, noch einen zweiten Akku zu holen. Genau, damit holen, wir einfach unabhängiger sind und ein bisschen entspannter fahren können. Okay, ich würde sagen, ich mache hier mal die andere Kamera noch an, dann wechseln wir noch mal kurz. Mache ich mich mal jetzt hier raus, ist in der Stube. Ist ja beides offen. Belastbar ist das Ganze eigentlich auch nur hier vorne bis 60 Kilogramm. Das dürfte eigentlich in meinen Augen auch gerne ein bisschen mehr sein, weil man halt zwei Kinder transportiert, ne, und die dann irgendwann mal 30 Kilo wiegen, dann ist es schnell überlastet, ne? Ja. Also wir hatten letztens ein Mädchen mit meiner Tochter zusätzlich noch drin. Die Kleine war, ich glaube, 5. Mhm. Nee, und das passte gerade so noch, auch mit dem Lenker oben. Aber das passte ganz gut noch. Mhm. Naja, also ich zeige euch einmal, wie das hier aussieht. Es ist halt hier eine EPP-Box. Ne? Ist natürlich sicherheitstechnisch mit eines der besten Dinge, die man so haben kann bei einem Lastenrad. Und hier vom Stauraum her muss man dazu natürlich auch sagen, ich mache mal hier von hier oben so eine Aufnahme. Das Ganze läuft so ein bisschen konisch zusammen unten. Bedeutet, der obere Rahmen ist schon noch mal größer als die eigentliche Ladefläche. Ja, das kann man schon mal hier in den Rucksack raus. Aber ansonsten reicht euch das vom Platz generell aus, ja, ne? Also sehr gut. 220 Kilo ist das Ganze generell belastbar. Ich sag mal, im Alltag, wenn du die beiden Kinder hier hast, plus ich sag mal, Rucksäcke noch, dann geht's. Okay. Und wir haben auch noch für im Notfall, sag ich mal, hier, je nachdem, kannst du ein bisschen weiter nach vorne packen. Und dann kannst du hier noch eine Kleinigkeit reintun, wie Schloss zum Beispiel. Okay, also das heißt, die kann man hier so ein bisschen... Ah, da drunter würde auch noch rein theoretisch was passen. Genau, richtig. Sofern es für die Kinder noch bequem ist und die gut angeschnallt sind, kann man das immer ein bisschen variabel halten. Okay, hier sind so Fußmatten. Ja, genau, die haben wir dazu jetzt reingepackt. Cool. Nicht, 50 Cent Matte oder irgendwie sowas. Und das vermutlich ist dann der für die Kiddies der Einstieg, ne? Ja, also meine Tochter, die ist jetzt 3, die kann es noch nicht ganz so gut, weil die einfach mit, die kommt da zwar hoch, aber die kommt mit den Beinen noch nicht so ganz rum. Ja. Aber für 4, 5, gar kein Problem. Die können das locker fahren. Und von der Fahrfreude her für die Kiddies? Ja, super. Macht's bestimmt. Ich hätte mir das auch als Kind gut vorstellen können, glaube ich. Definitiv. Wobei man, ihr sagtet auch, der Kleine, der kann auch nicht drüber gucken, ne? Genau, richtig. Das heißt, wenn der quasi hier so dann drinnen sitzt, ja, dann sieht er halt erstmal hier vorne die Sache, ne? Ja. Aber das kommt natürlich dann, wenn er ein bisschen was größer wird. Genau, richtig. Cool. Dann wollte ich euch nochmal hier kurz zeigen. Genau, die Lampe. Wie ist das hier von der Beleuchtung? Ist das hell genug? Ja, ich glaube, das ist von, wie heißt die Firma hier? Acid. Die gehört, glaube ich, sogar zu Cube dazu. Ja, ne? Soweit ich weiß. Ja. Genau. Das reicht alles völlig. Und genau, hier ist der Einstieg. Wir sind damit auch in Urlaub gefahren. Nach Datteln ist jetzt nicht so weit entfernt. Das sind 50 Kilometer, knapp eine Strecke. Aber ich sag mal, mit zwei kleinen Kindern muss man auch erstmal fahren. Ja. Aber wir hatten es super bequem in dem Rad. Und wir hatten den Luxus, dass wir auch noch wechseln konnten. Ne? Dass die Kinder aufs Turn auch wechseln konnten, wenn denen das zu langweilig war. Also sprich, das Turn habt ihr noch, das GSD. Ne? Genau, das, richtig. Was man mit zwei Kindern auch beladen kann, was 200 Kilo insgesamt transportieren kann. Habt ihr behalten. Genau. Ne? Was bei dem auch noch ganz schön war, hast ja gerade selber gemerkt, du bist da sehr trocken drin. Meine Tochter hatte wenn man trocken einsteigt. Genau. Meine Tochter hat dann während der Fahrt gemalt oder hat auf ihrer Tonibox was gehört. Und das kommt nämlich auch noch hinzu, weil im Auto wird meiner Tochter schlecht. Furchtbar übel. Gerade wenn sie irgendwie malen würde oder irgendwas. Mhm. Und in dem Fahrrad gar kein Problem. Das kann sich einfach frei austoben. Genau. Und ja, genial. Jetzt gucken wir mal, das war auch noch von den technischen Dingen etwas bequatschen. Das wollte ich euch gerade eigentlich zeigen. Und zwar habt ihr ja einen 500 Wattstunden Akku. Ne? Und da haben wir gerade schon festgehalten, von der Reichweite ist das dann, wenn das vor allem voll beladen ist, so ein bisschen zu wenig. Ne? Ja, du bist einfach entspannter. Also ich bin auch mit dem Rad schon bis nach Düsseldorf gefahren. Das waren, wie viele Kilometer waren das? Auch so 70. Aber durch die Berge in Fellbad kommst du dann schon ein bisschen ins Schwitzen, ne, kommst du da gescheit an und deswegen haben wir noch einen zweiten geholt. Einfach damit wir da auf der sicheren Seite sind und auch mal in den, keine Ahnung, längere Zeit mal im Sportmodus fahren können. Okay, das ist natürlich das, was das dann auch so ja, mit Spaß belebt, das Ganze, ne, wenn man halt auch mit einer vernünftigen Unterstützung fährt. Ich sehe gerade hier, könnte man rein theoretisch einen zweiten Akku dran machen, allerdings müsste man ja hier jetzt die Verkabelung selbstständig dann da dran machen. Ne? Das ist jetzt einfach die Version ohne diese Dual Battery. Ne? Ja, genau. Genau. Aber ihr habt einen zweiten Akku und den habt ihr dann meistens hier drinnen, ne? Genau, entweder da in der Box drin. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt aktuell hier auch drin verstaut ist. Nee, aber eine Flasche Wasser. Aber da sehen wir mal, wie groß das ungefähr ist. Ja. Oder halt vorne drin. Einfach ganz entspannt. Boah, will ich jetzt hier in die Hundemiste treten? Ich hoffe nicht. Okay, hier passt auch nochmal einiges rein. Wie viel Kilo dürfen wir drauf? 25, ne?
schätze ich mal, 20, ja, 25. Aber ihr habt gesagt, hier ist ein bisschen etwas problematisch mit dem Gepäckträger. Ne? Hier genau, war man irgendetwas. Muss echt darauf aufpassen, dass hier diese zusätzliche Strebe und auch hier unten drunter, da ist, meine ich, noch ein extra Strebe, dass das wirklich fest montiert ist. Auch wenn in der Anleitung steht, das ist nicht notwendig, doch, muss man unbedingt machen, weil sonst ist hier uns nämlich eine kleine Plastiknase abgebrochen. Ja, ich sehe gerade, hier ist auch das Kabel, wahrscheinlich die Beleuchtungseinheit. Es ist relativ dicht hier über dem Reifen. Genau, richtig. Also da muss man echt ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ansonsten ist es ein super Fahrrad. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir das haben. Okay. Gerade mit den zwei Kindern. Weil klar, es ist nicht gerade sportlich, aber als Alltags... Ja, es geht ja um die Mobilität genau, dahinter. Genau, richtig, ne? Richtig. Das richtig. Ist das, was euch halt wichtig ist, ne? Dass ihr halt eben kein Auto genau. kaufen müsst. Ne? Und wenn wir ein etwas flotteres Lastenrad sportlich haben wollen, dann steigen wir einfach aufs Bullet um. Mhm. Sprich, Bullet dann ohne Motor. Ne? Genau. Machen wir gleich noch ein extra Video zu, denke ich mal. Genau, aber das ist jetzt hier so der Eindruck von einer Family mit zwei Kids. Genau. Von dem Cargo Bike von Cube. Was haben wir denn sonst noch? Ich suche ja auch immer mal ganz gerne nach den Nachteilen. Eine Sache ist mir hier noch aufgefallen, das hatte ich auch schon mal in anderen Videos gesehen, hier bei dem Regenverdeck. Ja, das hat sich hier oben gelöst, weil hier wahrscheinlich auf diesem Ding zu viel Spannung ist, ne? Vermutlich, ja. Genau, hier, das heißt, wenn man das jetzt, ich gehe nochmal hier rüber, obwohl ich lasse es besser wie im Hundemist, wenn man das halt jetzt hier zumacht, was übrigens auch sehr, sehr einfach funktioniert, hier ist so eine Noppe, ne, da kann man das einfach hier so dran machen, zack, und dann ist das Ding runter. Genau. Im Sommer... Ach, öffnen zur Belüftung, ne? Zur besseren, Belüftung, genau. Besseren Sicht. Und da hast du nämlich auch hier. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das. Kann man es bestimmt einrollen, dann hier einhaken. Genau, denke richtig, ich mal, ne? Richtig, richtig. Okay. Und dann hast du hier auch für den heutigen Tag ist das nichts. Ja. Aber okay, generell. Ja, da können die Kiddies damit einfach besser unterwegs sein, besser rausschauen. Ja. Und so weiter, ne? Und mein Kleiner, der ist 8 Monate. Und der, seitdem der sitzen kann, sitzt er auch in der Box drin. Die Gurte kann man entsprechend zuziehen, ja. Ne, dass auch er sicher darin sitzt. Okay. Super. Und ihr habt auch keine Angst und sowas. Und viele haben ja immer so ein bisschen, oh Gott, ein kleines Kind und so. Ne, da wird, glaube ich, viel mehr Angst aufgebaut, als eigentlich notwendig ist. Wir sind ja eh in einem Land, wo alles immer Vorsicht und Angst und pass auf. Aber ich denke mir, du kannst überall einen Unfall haben. Ne? Erstens das. Und du fährst ja eh viel vorausschauender noch. Weil du weißt, du hast ein Kind dabei. Genau, richtig. Aber in einem Auto kann auch viel passieren. Und sehe ich auch so. Du fährst natürlich ein bisschen passiver noch als Elternteil mit beiden Kindern oder mit einem Kind, als wenn du jetzt alleine fährst zum Beispiel. Mhm. Und von der Länge her insgesamt, ihr habt das in der Garage abgestellt, ne? Genau. Was ist natürlich schon, ich mache die Kamera hier mal aus. Die hier wieder an, dann tue ich mir hier eben meinen Rucksack rüber, aber nicht in den Hundemist, bitte. Das Ding ist natürlich, das muss man ganz klar sagen, für mich auch, ich bin jetzt ein paar Meter hier hingefahren, es ist schon groß. Ja. Ne? Also, wenn ich euch mal hier eben mit aufs Bike nehmen kann, ich mache mal eben den Frontständer oder den Ständer hoch, Motor an, setze mich mal hier auf den Brooks Ledersattel, der für meinen Hintern irgendwie unbequem ist. Aber es ist, ja, ihr seht es selber, ne? Das ist hier ein Riesenapparat, den man so vor der Nase hat. Wie ist das für dich vom Fahrgefühl? Musstest du dich daran besonders gewöhnen oder ging das schnell oder... Weil man hat ja auch die Hände gerade hier so drunter und... Also wenn du es jetzt ohne Regenverdeck betrachten würdest, während der Fahrt ist es okay. Ja. Also du hast auch nicht so dieses wackelige Gefühl, was man vielleicht am Anfang hat, wenn man auf ein Bullet umsteigt. Mhm. Obwohl halt vorne das Rad ja, und du musst ein bisschen koordinieren. Mhm. Das fand ich, war da viel, viel einfacher. Und auch, wenn ich mit anderen darüber gesprochen, die jetzt mal Probe gefahren sind. Mhm. Du hast natürlich einen Wendekreis. Also, das wollte ich auch mal hier testen. Kannst du ja mal gerne testen. Ich guck mal gerade, der Lenkwinkel ist jetzt... Ich vergleiche das jetzt mal so mit meiner Erfahrung von dem Riso Möller Load. Das bin ich ja auch mal gefahren. Da war der Lenkwinkel, glaube ich, noch mal etwas besser. Das habe ich auch meinen Keller hieven können, um die Ecken rum. Und aber das ging jetzt eigentlich auch gut, ne? Zweimal wenden. Genau. Also es ist. Man gewöhnt sich wahrscheinlich dran. Ne? Genau. Wir haben bei uns auf der Arbeit haben wir Fahrradstellplätze, also richtig überdacht. Mhm. In das Tor muss ich es teilweise reinwuchten. Also ich muss es schon hinten ranpacken, manchmal, weil ich nicht gut rumkomme. Mhm. Aber ja, und wenn du Drängelgitter hast, kommt drauf an, welche Drängelgitter du hast. Ja. Wir haben hier in Hattingen unten an der Ruhr, welche stehen, die sind Käse. Okay, da kommst du kaum rum dann. Da kommst du gar nicht rum, da musst du vorne einmal wenden und hinten hin wenden. Hochheben und alles, genau. Ja. Aber das ist die einzige Stelle, mit der ich nicht, wo ich nicht weiterkomme. Thema Hochheben, ich packe hier mal an. Boah, ich sag mal, das wiegt mindestens mal 50 Kilo. Ja, 60 vielleicht sogar. Ich hätte ich auch geschätzt. 60 Kilo ungefähr hätte ich geschätzt. Ich weiß die Zahl leider nicht offiziell. Ach, macht ja nichts. Es geht ja gar nicht um die sonst wie kleinen Details. Genau. Aber meiner Meinung nach
war es dann auch schon mit den Nachteilen. Okay, sonst nichts mehr groß. Ich hatte noch so mal im Internet gelesen, dass halt hier, wenn die Kiddies hier sitzen, hier geht der Bügel ja so ein bisschen was runter, dass dann der Kopf hier ein bisschen raushängen kann. Aber ist mir jetzt bei meiner Tochter nicht aufgefallen. Was sie ganz gerne macht, ist da, dass sie raushängt. Sie lässt immer den Arm so hängen. So ein bisschen raushängen, ja. So wie der coole Vater im Dreier BMW, ne? Links. Ja, das macht meine Tochter ganz gerne. Von okay. Daher, das Raushängen, sie ist da auch, ist da auch schon teilweise eingeschlafen. Mhm. Auch da ist mir nichts, irgendwie eine ungewohnte Körper. Ja, es hat noch eine meditative Fahrt hier bestimmt, 100%. Ja. Ich kann mir das echt vorstellen. Als Kind, das ist doch wie so eine Attraktion in so einem Freizeitpark, so ein bisschen. Ja, du kriegst auf jeden Fall Blicke, besonders wenn du ein Baby dabei hast. Okay, sind die Leute dann eher so erstaunt und positiv oder eher so, oh Gott, was machen die denn da? Oder beides? Kann man, also wenn du die Leute selber siehst, jetzt nicht im Internet. Mhm. Ne, da ja, im Internet ist alles negativ. Ja, da wirst du gerne mal ein bisschen angemault. Mhm. Ja. Aber so jetzt im Zwischengespräch, super. Die sind sehr interessiert, die fragen auch viel. Ne, wie machen sie das? Und genau, wie machen sie das? Genau, weil ich kann, was mir leid tut, als erstes kommt immer, ja, aber ich muss ja Auto fahren, weil wir wohnen ja so weit. Die müssen sich ja gar nicht rechtfertigen. Ja, ja. Sondern man will ja auch nicht immer einem etwas aufzwingen. Ja, richtig. Ne? Wir haben es für uns. Ihr macht das für euch. Genau, richtig. Im Idealfall beeinflusst ihr jemanden damit, der vielleicht einen kurzen Weg hat, der das dann auch macht. Ja. Das ist ja auch das, was ich mit meinem Kanal versuche zu zeigen, dass man, es geht ja nicht darum, so macht das jetzt. Ja, ja. Wer nicht will, macht sowieso nicht. Richtig, ne? Richtig. Nein, wir wollen einfach nur zeigen, es funktioniert. Und wir haben da Spaß drin und wir sind ja auch mittlerweile seit, ich überlege, 4 bzw. seit 3 Jahren autofrei. 3 Jahre, genial. Nee, ja, wann haben wir uns kennengelernt? Vor 2,5 Jahren haben wir, glaube ich, ja, das erste Video zusammen gemacht. Ja. Nee, so vergeht die Zeit, wir werden langsam älter, Wahnsinn. Ne? Das ist Wahnsinn. Ich würde sagen, ich will euch aber noch mal kurz hier auch ein bisschen, neben den ganzen Informationen, die hoffentlich alle sehr wertvoll für euch sind, einmal, ich fahre mal hier so 2-3 Meter ja, eben, ja, einen kleinen Eindruck davon verschaffen. So, dann mache ich euch mal einmal los. Also den Ständer, den kann man nicht so leicht nach vorne klappen wie beim Load. Das muss ich auf jeden Fall festhalten. Das hat da ein bisschen einfacher funktioniert. Drauf machen, Kamera mal nach unten. Das geht. Es klackt ein bisschen. Wenn Kinder drin sind, kann ich mir das, oder? Dann ist es doch noch ein bisschen. Ja, stimmt. Es ist ein bisschen schwieriger. Ne? Es ist nicht so ganz so, ja, so geschmeidig. Du brauchst da schon ein bisschen Kraft für den Ständer. Das ist richtig, stimmt. Das mache ich mal nach vorne und. Ja, aber letztlich geht es dann auch einfach. Du kannst aber auch, wenn du den Fuß zur Hilfe nimmst, gerade mit den Kindern und mit dem Kleinen drin, kannst du es auch langsamer, dass es nicht so wackelt. Okay. Also es funktioniert auch. Ja, ich mach mal einmal jetzt ein bisschen. Ja, aber so sieht es ja doch recht brutal aus. Ja. Und ist Übungssache. Ja, ja, vielleicht bin ich da auch nicht jetzt hier der Beste drin. Okay. Alles klar, das heißt, das ist auch noch ein Punkt, ja, der kann man vielleicht ein bisschen besser noch machen in Zukunft. So, jetzt fahren wir einmal los. Hoffentlich mit aktivierter Kamera, jawohl. So, jetzt fahren wir erstmal auf den Tourmodus los. Ich will euch einfach mal einen Eindruck davon da lassen, ja, wie das hier aussieht. Also ihr seht jetzt einmal mich hier und andersrum. Ich hoffe, das ist gut so. Es ist halt gefühlt jetzt vorne hier so ein Haus, was man hier irgendwie vor sich fährt. Aber es geht gut. So, hier ein bisschen die Kurven. Kettenschaltung, natürlich sehr effizient, schaltet sehr, sehr direkt. Dann, ich bin heute übrigens auch mal ohne Helm unterwegs, den bestanden mal kein Beispiel. Generell mache ich halt immer mit Helm, aber ja, heute habe ich meinen vergessen. Ach, und nee, ich Idiot, den anderen habe ich hinten liegen lassen. Genau, das ist jetzt alles hier, der gesehen, wie das Video gestartet ist. Ne? Das ist alles aus dem Lameng heraus. Aber Fahrgefühl, Fahrerlebnis ist gut, bis auf den Brooks-Sattel, da müsste ich mich dran gewöhnen. Ja, jetzt einmal wenden, wenn man wenden will. Ja, es liegt auf jeden Fall auch stabil. So in der Kurve, ich habe nicht das Gefühl, als wackelt das irgendwie groß oder ich werde unsicher. Man muss sich da halt auch so ein bisschen dran gewöhnen und auch ein bisschen offen dafür sein. Ne? Das ist natürlich dann logisch. So, hoch und runter schalten, Kettenschaltung habe ich gesagt. Oh, Entschuldigung. Bremsen wir jetzt mal. Ein bisschen am Quietschen die Bremsen, ist so alles nass hier. So, dann fahren wir mal mit den guten Dingen. Ah, ich merke noch einen Nachteil hier unten, Leute. Ich komme hier. Oh, ich guck besser erstmal nach vorn. Oh, das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das einfach so fett hier ist. Was mir hier aufgefallen ist, ich komme hier mit den Füßen. Ich habe ja Größe 43, also noch gar nicht mal so lange Füße. Ich habe jetzt aber auch klobige Schuhe an, wie ihr sehen könnt. Hier komme ich an das Ding dran. Ne? Das ist ein bisschen blöd. Und ich bin jetzt in der Mitte der Pedale, so wie es sich angenehm anfühlt. Und ja, komme da schon leicht dran. Das muss ein bisschen mehr Platz müsste da für meinen Geschmack sein.
Genau, das dazu noch. Und ansonsten denke ich mal, parke ich jetzt hier. Und dann gucken wir uns mal das Bullet, so heißt das, ne? Genau, Bullet mal gemeinsam an. Genau. Ich schon mal hier sanft den Ständer bedienen, hoffentlich. Ja, geht einfach. Also nach dem kleinen Fahreindruck hier in den tropischen Regenverhältnissen, jetzt wird es gerade richtig schwül, gehen wir noch kurz auf die Dinge ein, die die beiden geändert hatten. Und zwar war das was nochmal genau? Genau, also wir haben hier die Ergon-Griffe, beziehungsweise hier die Hörnchen, die Ergon GS2 drauf gemacht. Einfach, dass ihr auch mal eine andere Griffposition genau, habt beim richtig, Fahren. Genau, richtig, ne? Richtig. Gerade bei längeren Strecken bin ich zumindest sehr dankbar dafür, die zu haben, dass ich da einfach mal ein bisschen so mich entlasten kann. Ja, verstehe. Und den Sattel, den Brooks-Sattel, den haben wir drauf gemacht. Ja. Ja, da schwören ja sehr viele drauf. Ja, man muss sich daran gewöhnen. Es ist ein Ledersattel, der aber auch gefedert ist, ne? Ja, es ist, also für mich jetzt war es erstmal ein hartes Fahrgefühl. Ist es auch, ja. Aber man gewöhnt sich dann, beziehungsweise der Hintern passt sich dem Sattel an oder besser gesagt umgekehrt. Das heißt, ihr wart mit dem Ursprungssattel auch einfach nicht zufrieden. Ja, ne? Genau, richtig. Und wart ihr mit den Pedalen zufrieden? Ja. Oder habt ihr die geändert? Nee, das sind, glaube ich, noch tatsächlich die Acid-Pedale. Ah, okay, Acid, ja. Von Cube selber. Ja. Ich finde die gut. Also die haben auf jeden Fall schon mal diese Noppen. Das ist ja oft bei den Standardpedalen nicht der Fall. Dann rutscht sie direkt weg. Ja, ja. Ne? Also hier gibt es dann auch nichts, wo ihr sagt, hätte man jetzt ändern müssen. Genau. Hier das Rahmenschloss noch zusätzlich, ja. Wenn du mal eben beim Bäcker bist oder noch als zusätzlich Schloss. Ja, macht ihr einmal hier als Rahmenschloss zu und dann auch mit einer Kette? Nee, das nicht. Aber wir haben noch eine Kette. Ja. Das ganz dezente Granitschloss. Oh, ja. Boah, das ist ein fettes Ding, ne? Was wiegt der? Hat 1,5 Kilo? Ich weiß nicht, bestimmt. Ne? Granit, wie heißt das? Von Arbo City Chain X Plus 1060. Okay, damit ist man dann erstmal safe. Das, ne? Das zusammen in Kombination. Dann haben wir noch den Gepäckträger gemacht. Ist auch original von Cube. Ja. Und da würde mich noch eine Frage interessieren. Habt ihr Angst, das Fahrrad abzustellen, wenn ihr in der Stadt parkt? Oder macht ihr euch da gar nicht so den Kopf drum? Also ich fand es am Anfang was mir unangenehm, weil... Ja, man weiß ja nicht, ob nicht doch irgendeiner auf die tolle Idee kommt, da irgendwas reinzuschmeißen oder so. Mhm. So als Mülleimer. Ja, ne? Genau. Oder ach, ich mache mal einen Spaß, aber ist bisher Gott sei Dank nicht passiert. Nichts passiert. Ist jetzt auch kein Aufruf dazu. Okay. Genau. Lass das bloß sein. So schlafende Hunde wecken. Genau, das wollen wir nicht. Mhm. Aber abstellen, gar kein Problem. Einfach abstellen. Und parken generell so irgendwo in der Stadt an Fahrradständern schwierig manchmal, oder? Manchmal musst du gucken tatsächlich, gerade weil es halt eine breite Kiste hat. Aber eigentlich geht's. Eigentlich keine Probleme. Okay. Und ansonsten stellen wir uns auch gerne mal am Rand damit irgendwo hin. Ah, jetzt fällt mir noch was auf hier mit meinem wachsamen Adlerauge, die Schräubchen hier. Ist das Flugrost oder fangen die generell an zu rosten? Ne, jetzt sind schon Edelstahlschrauben, ich denke Flugrost, ne? Ich würde sagen, das haben wir jetzt auch nochmal gesehen, hier der Akku ist ein bisschen was jetzt in... Genau, das ist aber auch der zusätzlich gekaufte, der war nicht okay. Original dabei. Den habt ihr euch einfach extra noch gekauft? Genau, richtig. Gebraucht dann einfach, oder? Den haben wir gebraucht gekauft, über Kleinanzeigen von einem Händler. Ja. Und sind damit auch sehr gut zufrieden, also wir haben die Hälfte nur bezahlt. Ja. Was habt ihr dann bezahlt? 200-300 Euro so ungefähr? Ja, genau, 250 pro Akku. Naja, wir waren zusammen bei 500. Okay. Und dann haben wir wollen es einfach mal ausprobieren, ob das auch eine Möglichkeit ist. Mahlzeit, hi. Ob das auch eine Möglichkeit wäre und also bisher sind wir sehr zufrieden damit. Okay, cool. Dann würde ich sagen, abschließend, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt an eine junge Familie mit zwei Kids, die halt eben nicht mit einem Auto unterwegs sind, sondern hier mit einem Cargo-Bike, schreibt sie gerne mal in die Kommentare, seid freundlich und dann schauen wir, dass wir die Fragen gemeinsam beantworten. Sehr gerne. Und schaut gerne bei der Jasmin in den Kanal auch mal rein. Ich verlinke euch den unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Und ihr macht nämlich auch in Zukunft, werdet ihr auch ein paar Videos machen. Genau, ne? Richtig. In Zukunft kommt da mehr von uns. Okay, auch. Dann könnt ihr euch auch ein Beispiel annehmen oder einfach mal schauen, wie andere Leute das eben machen. In diesem Sinne, Jasmin, vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Und jetzt gehen wir noch rüber zum Bullet. Macht's gut und bis dann. Ciao.